So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem, ja, etwas anderen Video. Und zwar habe ich zum einen, ihr werdet es direkt sehen, eine neue Kamera, die ich ausprobieren wollte, wie das alles so funktioniert, auch mit dem Fokus und allem. Und zum anderen habe ich ja des Öfteren die Frage gekriegt, kannst du uns nicht mal deine Pokémon-Kartensammlung zeigen? Weil, es tut mir leid, wenn meine Stimme so tot klingt, ich bin gerade eben erst aufgestanden, aber ich habe ja recht viele Unboxings tatsächlich auf meinem Kanal gemacht. Und vor euch seht ihr jetzt nur die etwas, ja, etwas wertvolleren Karten. Da rechts hinten im Eck, das sind nur die Reverse-Holos. Da werde ich ganz schnell mal durchgehen. Die sind ja jetzt nicht so interessant, außer den Rares, die da drunter sind. Aber da, ja, ganz normale Reverse-Holos halt. Da habe ich mir jetzt noch einen Ordner bestellt, der ist leider noch nicht da, wo ich... Den ich halt vollpacken werde mit Reverses. Du bist eine ganz coole Karte hier. Die Reverse-Computersuche aus Schwarz und Weiß. Was ist das? Plasma Storm, glaube ich. Nicht sicher. Was? Oh, du bist auch eine coole Karte. Reverse Rihonior. Ich glaube, die ganzen wertvollen Reverses habe ich auch in meinen Ordner reingetan. Na, no, so süß. Carpador, oh, du warst cool, ein Reverse Holo Sea aus Aquapolis, ist das, glaube ich, oder? Ist das Kamera? Stell mal scharf. Ich glaube, das ist Aquapolis. Und die ist in einem ziemlich guten Zustand, die Karte. Das ist was Cooles. Die hat eigentlich eine Folie verdient. Warum die in keiner Folie ist, man weiß es nicht. Oh, der Skyridge Köderball, leider etwas in Mitleidenschaft gezogen. Den hat meine Mutter mal mitgewaschen. Da werdet ihr noch ein paar Karten sehen. Es tut mir leid, wenn euch das Herz bluten muss. Aber sie müssen trotzdem mal in die Sammlung. Die haben halt mehr so emotionalen Wert. So, hier haben wir auch, guck mal. Es ist so schön. Was ist das für ein Set, aus dem das Boink ist? Was ist das für ein Set? Ich bin mit älteren Sets leider nicht so gut. Also die ganz alten kann ich unterscheiden. Aber die, was dann die ganzen EX-Sets, da komme ich leider schnell mal ein bisschen durcheinander. So, oh, da haben wir sogar was. Reverse Empoleon, sehr cool. Da haben wir sogar was in Folie, sehe ich gerade. Oh, Lilly, sollte ich vielleicht raustun. Ich will mir demnächst auch ein Deck basteln, wenn die nächste Rotation kommt. Ah, eine Prisma-Karte. Warum die bei den Reverses ist, weiß ich nicht. Was die da macht. Ich will mir, wenn die nächste Rotation, also Ende Juli normalerweise, rauskommt. Oh, Reverse Magearna. Auch nicht schlechter. Ist doch ein bisschen was dabei an cooleren Karten. Wenn die nächste Rotation kommt, also Ende Juli, will ich mir ein neues Deck basteln. Ich wollte mir eigentlich die ganze Zeit ein Vulkanion EX Deck basteln, weil das ja im Moment beyond broken ist. Das ist ja next level absurd, dieses Set. Aber, ja, Vulkanion fällt ja leider in der nächsten Rotation raus. Was dazu führt, dass, wenn ich mir jetzt ein Vulkanion-Deck basteln wollen würde, rein hypothetisch, dann könnte ich dieses Set genau 2 Monate benutzen. Und dafür dann 300 plus Euro auszugeben, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Warum hat die Kamera eigentlich keinen Autofokus? Du sollst schon zurückfokussieren, wenn ich hier nichts zu zeigen habe, Kamera. So, hier haben wir ein paar Karten, die ich noch nicht eingeordnet habe. Wir, Promomute, das ist aus einem Shining Legends Blister, glaube ich. Gut, Prisma-Karte sowieso. Hier haben wir ein paar Holos aus Shining Legends. Die, ja, ihr auch. Die sind ja... nicht viel wert, weil Shining Legends garantiert in jedem Booster eine Holo hat. Das Natto hier habe ich einfach nur wegen dem Artwork. Da weiß ich auch noch nicht, was ich damit anfange. Kamera, danke. Weil ich dieses Artwork so unfassbar geil finde. So unfassbar geil. Hier die zum World Championships Deck, das signierte Alola Vulnona. Ist auch eine coole Karte, um sie mal zu haben. Kann man leider nicht spielen. Aber, ja, ne, wir haben hier Prism Star, Solgaleo, Lunala, noch eine Antriebsenergie, Darkrai. Und das ist dann nur drin, weil ich das doppelt habe. Das habe ich schon im Ordner. Würde ich sagen, ich habe einen Teil dieser Aufnahme übrigens schon mal gemacht, aber dann dachte mein Handy so, speichervoll und
Akku leer und dann wurde es draußen dunkel und im Neonlicht flackert die Kamera und es war alles nicht so, wie es sollte. Allerdings habe ich mich da hier etwas zu lang aufgehalten, weil ich immer so ein paar Geschichten dazu zu erzählen habe. Also warum ist jetzt hier ein EX Team Rocket Returns Hundemon vorne drauf? Ist, abgesehen davon, dass es eine wahnsinnig coole Karte ist. Nein, das war die erste seltene Karte, die ich in meinem Leben gezogen habe. Ich glaube sogar die erste Holo-Karte. In meinem Italien-Urlaub 2004. Und ich war gerade dabei, das erste Pokémon-Buch zum Anime. Ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Buch ist. Moment, ich hole das mal ganz kurz. So, dieses Buch, Action pur, zu... Oh, wie weit ging denn das? Lass mich mal überlegen. Das ist noch das Originalbuch, das ich damals im Urlaub gelesen habe. Beziehungsweise zum Großteil von meiner Oma vorgelesen bekommen. Weil... Nee, eigentlich hätte ich da schon lesen können müssen. Da war ich 7, natürlich konnte ich da lesen. Vermutlich war ich einfach zu faul. Und ich fand das so cool, das geht bis... Irgendwann in der zweiten Staffel... Oh, guck... Guckt euch diese hochauflösenden Bilder an, Kappa. Oh, das ist ja... Das sind ja voll HD und 3D und Dolby Surround. Auf jeden Fall habe ich damit angefangen. Dann habe ich angefangen, die Serie zu gucken. Und dann waren wir auf einem Flohmarkt. Und da hat jemand die Pokémon-Karten verkauft. Die ganz normalen englischen. Und ich... Hab nur Pokémon gesehen, ich war zu meiner Oma, Oma, kauf mir die! Und da war tatsächlich dieses Dark Houndoom, also das finstere Hundemon drin. Und das war so meine erste seltene Karte. Ich habe da später noch eine Karte aus besagten Boostern mit drin, die ist aber, die konnte, das dauert noch. Holo-Hirashi, Flamara. Ja, hier sind ein paar. Amaldo ist ganz cool, ich glaube, das ist EX-Sandsturm, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, die EX-Decks. Booster. Ja. Haben wir hier die Ultrasonne, Ultramond, Promokarten. Reverse Holo EX Team Rocket Returns. Oh, super coole Karte. Habe ich auch. Ist auch aus meinem Italienurlaub. Und dann haben wir hier ein paar Shining Legends Promos. Nicht Promos, Holos. Hier, du bist, glaube ich. Nee, Flamiao war die Promokarte. Um das Sun and Moon Set zu promoten. Die anderen beiden waren zwar auch dabei, aber... Ja, guckt euch dieses EX Smaragd Reptane an. Rip in Pepperonis. Von meiner Mutter mitgewaschen worden. Dafür sieht es tatsächlich noch ziemlich gut aus. So, es sind jetzt halt... Hier haben wir noch ein paar coolere Holos, wie das EX Team Rocket Returns Keifel oder das EX Deoxys Ninjask. Aber in einem kleinen Ordner. Club der Magnezone. Oh, das... Ach, guckt euch diese Karte an, Freunde. Ein Skyridge Holo Arctos. Oh, so eine schöne Karte, auch damals selbst gezogen. X Power Keepers Machomai, X Legend Maker, Geowatz. Natürlich, es ist keine gute Sammlung ohne ein Carpador. Wird es Promolatias. Oh, das Skyridge Arcani. Leider auch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Siebenjähriger Darius konnte damals... Hupsa, Entschuldigung. Konnte damals noch nicht richtig auf Pokémon-Karten aufpassen. Hätte ich mir nachgekauft tatsächlich, weil es eine der coolsten Karten ist, die ich kenne und die mir auch sehr viel bedeutet. Aber die ist heutzutage leider unbezahlbar. Für dieses Arcani, ich habe... nachgeguckt habe, als ich das letzte Mal geguckt habe, kostet das in ansatzweise annehmbarem Zustand 70 Euro plus. Und das sind im Moment Preise, die ich nicht bezahlen kann und will, einfach weil ich mir denke, so für 120 Euro kann ich mir eine komplette Boosterbox von der neuen Erweiterung kaufen. Nehmen wir Fossil Kangama auf Italienisch. Hehe.
Ein Base-Set Garados. Wundervolle Karte. Wir haben... Oh, ein Base-Set 2 Garados. X, Feuer, Rot, Blatt, Grün, Ditto. Holo und... Der letzten Seite ein X, Team Rocket Returns, Traumato. Dann fangen wir mal an mit dem Real Shit. Denn wir haben hier... Hier werde ich aber auch noch so grob drüber gehen, weil es ja alles noch... Hier sind immer noch fast nur Holos drin. Wenn irgendwelche Karten ein bisschen cooler sind, wie das hier X Delta Species X-Bud oder das Tornukto hier. Oh, du bist auch so toll. Oh, das ist auch so eine gute Karte. Das Neo Discovery Hundemon Holo oder das X-Team Rocket Smogmog. Haben wir noch so ein Gewaldro? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Da haben wir nochmal. Habe ich mir tatsächlich nachgekauft in nochmal einem besseren Zustand als meine Originalkarte des Hundemon. Guck mal, da ist noch ein Hundemon. Man könnte meinen, ich mag Hundemon. Achso, X, Feuer, Rot, Blatt, Grün, Smeppe und guckt euch dieses Rayquaza an. Guckt es euch an. Ein EX Holon Phantoms Reverse Holo Rayquaza. Oh, so eine coole Karte. X, Feuer, Rot, Blatt, Grün, Nidoqueen. Ja, hier oben das Amaldo hatte ich glaube ich schon mal in der anderen Ding. Auf der Seite haben wir die ganzen Promo Arena Leiter Orden. Komplette Sammlung. Und... ein Pokémon Rumble Promo Mewtwo. Lass mich ganz kurz die Seite umblättern. So, hier haben wir nochmal, wie gesagt, das habe ich doppelt drin. X Delta Species Knogger. Die Karte habe ich auch nur wegen dem Artwork gekauft. Guckt, es spiegelt, das Licht spiegelt. Mist. Guckt euch das Artwork an, das ist so toll. Ja, das sind jetzt halt alle. Du bist ziemlich cool. Ein X Delta Species Holo Deoxys. Und das verborgene Mächte? Oh, ich weiß es nicht. Schlagt mich nicht. So, hier sind ein paar Reverses. Holo, Promo, Minon und Plusel. Das war so ein Trainer-Kit mit zwei Starter-Decks, dass man direkt anfangen konnte, gegeneinander zu spielen. Das war ganz cool. Das habe ich ganz cool in Erinnerung. Oh, hier haben wir ein paar schöne Promo-Karten. Das Palkia hier ist echt tolle Karte. Oder das Darkrai. Sind beides XY-Promos gewesen. Shiny Raikou. Ein, leider in sehr schlechtem Zustand, Base-Set Simsalat. Das habe ich für ein paar Cent gekriegt. Das habe ich da auch nur reingepackt. Damit es erstmal in der Sammlung ist. Ich habe irgendwo noch eins im besseren Zustand. Aber das habe ich noch nicht geschafft, in die Sammlung zu tun. Base-Set 2 Knuddeluff. Ein Fossil-Set Nidoqueen. Ah, coole Karten. Dich hatten wir doch auch schon. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. So, hier haben wir ein Neo Discovery Holo Despota. Oh, so eine coole Karte. Impergator. Prime Tornupto und Impergator. So viele coole Karten. Team Aquas, Valraiser Holo, eine X Power Keepers Gardevoir. Noch ein diesmal in besserem Zustand, Base-Set Garados in tatsächlich ziemlich gutem Zustand. Haben wir hier. Ich weiß leider nicht, welches Set es ist. Das ist Lugia. Aber ich weiß, dass es auch recht viel wert war. Das Shineira ist leider nur Evolutions. Und Leute, ein Skyridge Reverse Holo Garados. Guckt euch diese Karte an, leider auch. Viel zu teuer, um sie nachzukaufen in dem Zustand. Oh, es tut so weh im Herz. Es tut so weh. So, hier kommen jetzt fast nur noch uninteressante Karten. Wir haben hier Base Set Zapdos, Fossil Set Arctos. Das sind ganz coole Karten. Und natürlich das Base Set Mewtwo. Arceus Level X. Reverse Holo Darkrai. Ja, sind ganz coole Karten. Ah, du bist... ein Shiny Suicune. Das war sehr cool. Aber das war es hier mit den coolen Karten. Hier haben wir noch ein paar normale Holos. Nichts Besonderes.
Und hier haben wir noch auf der letzten Seite ein Promo zu Rohr. Keine Ahnung warum, das guckt man das extra. Da ist sogar noch hier eine komplette freie Seite dazwischen. Da steckt es drin, was ich da angestellt habe. Man weiß es nicht, man munkelt bloß, dass es an meinem Genie lag. So, jetzt gehen wir mal zum Real Shit über, Leute. Jetzt habe ich hier eine Viertelstunde viel zu lang um die nicht wertvollen Karten rumgeredet. Wir fangen an. Wir haben Volcanion EX, wo ich gesagt habe, wollte ich eigentlich ein Deck drum aufbauen. Aber das lohnt sich jetzt nicht mehr, weil es nur noch 2 Monate in der Meta ist. Huch, da hat gerade mein Wecker geklingelt. Nicht nur in der Meta ist, sondern in der Rotation, wollte ich sagen. Wir haben Manaphy EX. Wir haben ein Fokus. Felinara EX. Kangama. Wir haben AZ. Full Art, wundervolle Karte. Richtig schön. Gefällt mir super gut. Wir haben Lunala GX. Wir haben Altaria EX. Latios EX, Lugia EX, Amagagra EX, Ash Kwajutsu EX, super coole Karte vom Anime inspiriert, Stalos EX, 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 Glurak, Geowatz. Die sind jetzt in keiner Art irgendwie sortiert. Es kann sein, dass da jetzt gleich die Secret Rares entgegenspringen, einfach zwischendurch. Aquana, super schöne Karte. Mega Bisaflor. Wir haben Mega Taubos. Wir haben Mewtwo EX. Du bist aber das nicht gute Mewtwo. Nein, du bist leider das nicht gute. Wir haben ein Prime Hytera. Dialga Level X. Wir haben Troy Full Art. Auch eine richtig schöne Karte. Wir haben Shiny Suicune. Dann war das andere, was ich vorher gezeigt habe, gar kein Shiny Suicune. Dann ist Shiny Suicune hier drin. Wir haben ein schimmerndes Genesekt, ein schimmerndes Ho-Oh, Gengar EX, oh nein, ihr seht's, noch ein Gengar EX, leider in schrecklichem Zustand, Katastrophe. Das war, was ich vorher gesagt habe, da kommt noch eine Karte dazu, die ich in Italien gezogen habe, eine seltene, und zwar dieses Gengar aus EX, Feuerrot, Blattgrün. Heute auch ein Arsch voll wert, selbst in dem Zustand, wie ich das hier habe. Ja, hätte es meine Mutter damals nicht mitgewaschen, könnte ich es jetzt verkaufen und wäre reich. RIP. Nein, aber da hängt so viel emotionaler Wert dran. Oh, ich sehe da was im Hintergrund. Da hängt so viel emotionaler Wert dran an dieser Karte. Deswegen hat er auch ihren eigenen Toploader gekriegt. Auch trotz des schlimmen Zustands. PSA minus 10. Wir haben Donald Trump. Den Witz habe ich ja noch gar nicht gehört, weil das aussieht wie Trump, lustig. Wir haben Katagami GX. Wir haben, ihr seht, da habe ich noch einen kompletten Stapel. Das wird jetzt die nächsten 10 Minuten so weitergehen. Wir haben Giratina Level X, Lucario Level X, Cynthias Knackrack Level X. Oh, da kommt die erste richtig seltene. Enter GX und Entei Rainbow Rare. Secret Rare. 74 von 73. So eine tolle Karte. Und wir haben noch ein Entei aus demselben Set mit alternativem Artwork. Wir haben ein, oh, wie heißt du auf Deutsch? Volvarok. Ein Volvarok. Wir haben besagtes Volvarok in Full Art. Und da kommt die nächste Rainbow Rare. Ah, aber du warst eine Promo Rainbow Rare. Sun and Moon Promo 80. Rainbow Rare Ho-Oh. Hier noch ein Ho-Oh X. Oh, Leute, ein Base Set Turtok. Wirklich eine absolut bezaubernde Karte. Wundervoll. Fehlt nur noch Bisaflor. Hätte ich auch echt gern, aber das zu einem angenehmen Preis. Ich muss mich mal ein bisschen mehr umschauen. Wir haben ein Full Art Zoroark GX. Oh, ich hab. Moment, ich habe 2 von den Zoroarks. Das heißt, ich könnte mir ein Zoroark-Deck basteln. Dann wäre ich auch wesentlich billiger dabei, weil ich habe die Karte schon 2-mal. Dann müsste ich. Oh, ich bin ein Genie. Mir kommen gerade hier die Gedanken. Wir haben Shaman Level X. Und wir haben diese Woche frisch gezogen.
Ein Rainbow Rare Secret Rare 158 von 145 Filinara GX. Ah, wundervolle Karte. Die Rainbow Rares sind so wunderschön. Dann haben wir ein... Oh, guckt euch den Zustand von dieser Karte an. Es ist so perfekt. Das ist wahrscheinlich, wenn ich es graden lassen würde, wäre das ein Gem in 10. Definitiv. Da ist gar nichts auf der Karte. Alles, was ihr seht an Kratzern, ist tatsächlich auf dem Toploader. Die Karte habe ich selbst gezogen aus dem Promo-Ding. Es ist eine Neo-Promo, also für die Neo-Series 2001 gab es verschiedene Promokarten, ist eine davon in perfektem Zustand. So eine tolle Karte. Megalamus EX, die einzige Karte hier aus dem Set, die meine Freundin gezogen hat. Wir haben EX Delta Species Holo Brutalandra, das ist auch aufgrund seines Wertes einfach in den Toploader musste. Wir haben, oh, das ist auch so eine schöne Karte. Guckt euch dieses Gardevoir EX an. Ich liebe dieses Artwork mit Kirlia und Trasla drauf. So eine tolle Karte. Dann haben wir Angry Pikachu. It's angry. Wir haben Panzer Eron EX aus. Was ist das? Was ist das für ein Set? Helft mir, Freunde. Helft mir, ich weiß es nicht. Ein Slimog EX, wo mir gerade auch auffällt. Weiß ich auch nicht, was es für ein Set ist. Ich dachte immer, das wäre EX Feuerrot Blatt Grün. Auch in etwas schlechterem Zustand. Wir haben Full Art Pikachu. Yay! Haben wir Glurak EX. Und, oh, eine Custom Pokémon Karte. Eine Custom Cosmog Karte. Die, das Team, das die gemacht hat, die meinten auch, sie setzen darauf, dass die Karten nicht overpowered sind, dass die sehr gut spielbar sind, auch in der aktuellen Meta, und guckt euch das Artwork an. Es ist so schön, es ist halt selbst gezeichnet und dann auf eine richtige Pokémon-Karte drauf gedruckt mit einem Spezialdrucker. Super cool gemacht. Echt super cool. Warum ist da eine Prism Rare drin? Die gehören da nicht rein. Wir haben Raikou GX, Lucario GX, wir haben eine Full Art Halbstarke. Superschöne Karte. Wir haben, oh, mein Mega Glurak EX Full Art. Diese Karte. Oh mein Gott, diese Karte. Das war mein erstes neues Pack, das ich mir gekauft habe, nachdem ich wieder angefangen habe zu sammeln. Und da ziehe ich einfach dieses Mega Glurak EX. So cool. Dann haben wir hier Mistys Tränen, das in Europa gebannte Artwork. Weil Misty hat da drauf nichts an. Und das ist natürlich in Japan nicht schlimm, aber in Europa ist das voll der Frevel. Oh, die hat ja nichts an auf der Karte. Man sieht nichts. Seht ihr, man sieht nichts. Was ist daran schlimm? It's called Hentai and it's art. Wir haben Dialga. Upsa. Fokus, Dialga EX. Wir haben das Pokémon, dessen Namen ich tatsächlich vergessen habe, auf Koreanisch. Rap-Pokémon, dessen Namen ich vergessen habe. Ich muss einen neuen Stapel anfangen, das wird hier ein bisschen wackelig. Full Art Mewtwo GX. Wir haben Mistys Entschlossenheit Full Art. Team Skullrüpel Full Art. So schöne Karten. Wir haben ein EX Sandsturm Kabutops EX. Ich bin mir echt nicht sicher mit den Sets, es tut mir leid. Es kann sein, dass ich voll daneben liege. Pokémon Ranger Full Art. Professor Platon Full Art. Wir haben, oh, das ist auch so eine schöne Karte. Leider eine Promokarte, von daher nicht so viel wert, aber dieses Artwork. Hinten im Hintergrund Aquana und Garados. So cool. Das Promolatias habe ich auch, weil es so eine richtig schöne Karte ist. Mega Gardevoir EX. Oh, guckt euch das an. Und Freunde, Holo Glurak. Schaut Fokuskamera, guckt es euch an.
Und der Zustand ist tatsächlich sogar sehr passabel, dafür, dass ich gar nicht so viel dafür gezahlt habe. Ist leider kein First Edition, aber oh, so eine coole Karte. So schön. Was haben wir als nächstes? Oh, das Neo Promo Glurak. Auch für das Neo-Set 2001 eine Promokarte. Auch in absolut bestechendem Zustand. Wir haben noch eine zweite Version von Misty's Tier. Da war leider einfach mein Speicher voll. Was erdreistet sich mein Speicher? Was erdreistet er sich einfach voll zu sein? Wir hatten hier gerade dieses First Edition Base-Set Machomai in perfektem Zustand. Eck hier ist etwas. Aber der Rest ist halt sonst hier oben die Kanten und alles. Oh, seht ihr das da im Hintergrund? Oh. 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 Das goldene Lunala GX. Holy shit, diese Karte ist so unfassbar geil. Diese Karte ist so unfassbar geil. Und wir haben die Weiterentwicklung von Typ 0 GX, dessen Namen ich vergessen habe. Amikra? Irgendwie. Keine Ahnung, das war so ein Pokémon, das ich nie mochte. Wir haben einen Full Art Schmied. Wir haben Full Art Firnontor EX. Die letzte Entwicklung von Frubal, deren Royal, glaube ich. Oh, wir haben Full Art Hala. Kapuriki GX. Nochmal Pokémon Ranger. Warum die nicht bei den anderen Pokémon Rangern waren, ich weiß es nicht. Oh. Full Art Flamara EX. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal. Weil ich tatsächlich, ihr werdet lachen. Ich habe auf dem Flohmarkt zwei davon für jeweils 50 Cent gekauft. Also ich habe für zwei dieser Karten zusammen 1 Euro gezahlt. Das ist so absurd, das kannst du keinem erzählen. Jetzt habe ich drei davon, einen habe ich selbst gezogen. Wir haben ein Pop Series 3 Ho-Oh-EX. Wir haben, oh, Full Art Nachtara. So schön. Noch ein Nachtara. Wir haben, oh, Rainbow Rare Mewtwo GX. Oh, so eine coole Karte. Und dasselbe Mewtwo GX nochmal als Full Art. Shiny Darkrai GX. Felinara EX. Und ein EX. Du bist kein Delta Species, du bist... Ah, oh, wie heißt das Set? Wie heißt das Set? Ich weiß es nicht mehr. Dragoran EX. Oh Gott, wie ich jetzt... Es tut mir leid, dass mir die ganzen Setnamen nicht mehr einfallen. Richtig peinlich. Ich gehe mich dann mal vergraben. Wir haben Phoenix's Break. Gut, Break-Karten sind jetzt nicht so spektakulär, ne? Wir haben Palkia Level X. Wir haben nochmal das Shiny Darkrai. Vika Volt, gut, du bist eher so eine Meh-Karte. Wir haben, wie heißt du? Ist aus Schwarz und Weiß. Ich mag Schwarz und Weiß nicht. Ist mir egal. Lapras GX Full Art. Wir haben Rayquaza EX. Meluetta Full Art Karte. Das war eine Promo. Wir haben Shiny Celebi. Auch so eine Uralt-Karte. Noch ein Fuller Celebi. Keldeo Promo. Wir haben Base Set Nidoking. Leider kein First Edition. Und auch ein bisschen mitgenommen, aber ich habe es einfach hier, um es in der Sammlung zu haben. Psyana GX. Wir haben Shiny Gyarados EX. Noch ein Celebi EX. Dragoran. Und Psyana. Das ist der momentane Stand meiner Sammlung, also was die
ganzen wertvollen Karten angeht. Es werden immer wieder welche dazukommen. Ich werde mal schauen, ob ich da, wenn ich ein größeres Paket bestelle oder aufmache, dass ich dann vielleicht ein Video dazu mache, weil die Kamera scheint ja doch ganz passabel zu sein. Dann hoffe ich, dass das Ganze euch soweit gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.